Schon sag, ich bin's nur, der gute alte SB. Seid ihr, meine lieben Kleinen, ja, brau ist draußen und heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von Ratchet & Clank Rift Apart. Oh ja, Leute, auf PC natürlich, weil PC gut, oh, ich häng schon wieder fest, meine Fresse, im Spiel häng ich irgendwie an jeder Ecke, häng ich da, an jeder Ecke häng ich da irgendwo drinnen. So, go. Sorry, meine kleinen Freunde, ich muss euch alleine lassen. Oh shit, was ist denn jetzt los? Die XP brauchen wir die gerade wirklich? Naja, aber es bringt schon mal was Gutes, da haben wir unser Zeug nicht umsonst verschwendet. Wir können nicht unsere kleinen Viecher hier noch in Genügen explodieren. Komm, machen wir noch schnell mit, oder? Ich weiß, manche Gegner könnten wir einfach umgehen. Oh nein. Okay, gut, passt. Aber wir müssen ja nicht um alles umgehen. Wir können ja auch mal ein bisschen schauen, dass wir unser Zeug beieinander halten. Das war die einzige Rubion-Schmiede, die den Dimensionator bauen konnte. In dieser Dimension ist noch eine. Guck mal hier. Vielleicht bekommen wir sie wieder in Gang. Na, erstmal was ganz Wichtiges. Aus irgendeinem Grund geben mir all diese Rettungsboote kein sicheres Gefühl. Oh, ich verstehe, was du meinst. Und dafür bräuchten wir auch eine bessere Waffe, die ihn genauer schießt. Ja. Nein. Das ist nicht passiert. Das habt ihr euch alle eingebildet. Das hat nicht passiert. Das ist Einbildung. Oh shit, das ist kacke. Okay, ganz kurz nochmal zurück. Dann schießen. Dann dahin. Schon viel besser so. Ah, das ist gerade nicht passiert, dass ich so dumm gestorben bin. Ja, was haben wir denn diesmal bekommen? Ah, ich hab keine Ahnung, was wir gerade bekommen haben. Absolut null. Na, wir haben die Rüstung jetzt zusammen, glaube ich mal. Oder doch was anderes? Die hier. Ah, was kriegen wir da? Erfahrung. Mehr Erfahrung? Auch nicht schlecht, ne? Mehr Ranitalium, mehr Erfahrung. Ah, machen wir es mal. Was ich da gemacht habe, ist vielleicht jetzt nicht so ganz nahkraft ist. Nahkraft ist um 3 von 3 Sterne. Erhaltene Boys ist um, okay. Vanitarum ist um 2 erhöht. Erfahrung erhalten ist um 2 erhöht. Schando, Piraten 2. Schando, Erfahrung ist auch durch 3 schon erhöht, okay. Altersschneider. Ja, das ist eine schöne kleine Auflistung. Ist auf jeden Fall gut ausgerüstet. Anscheinend kriegen wir das auch einfach, wenn wir das Zeug haben. Anscheinend. Müssen wir gleich anziehen. Kriegen wir auch so. Praktisch, ne? Anscheinend. Ne? Ich bin nicht 100% sicher, ob das jetzt so ist, wie ich das gerade gelabert habe. Ja, da ist er wieder, unser kleiner Freund. Ah, Reg? Kitsy? Schrottbot, was ist nötig, damit deine Rubion-Schmiede wieder läuft? Tja, das ist das Energieproblem. Und ohne Energie hat irgendein fieses Virus das System infiziert. Es läuft erst wieder, wenn es gereinigt ist. Ich glaube, dafür habe ich genau die richtige Freundin. Da haben wir die perfekte Freundin, nämlich unsere liebe kleine Glitch. Ein süßer kleiner Roboter. Wirklich ein cuter kleiner Roboter. So, aber können wir noch irgendwas machen? Weiß ja nicht. Wie schaut's aus? Haben wir eigentlich schon alles geholt? Ne, ein einziger Ball fehlt uns noch. Dann sind wir fertig. Okay, aber erstmal das mit Glitch machen. Du hast freie Hand, Glitch. Komm, Ratchet, verlass dich auf uns. Wir müssen. Moment. In dieser Dimension sind auch Viren? Ja, irgendwie schon. Eine Nuklearimpulsaufrüstung. Uhu. Hat sich einer geilen Aufrüstung. Jetzt fliegen sie auch schon. Okay. Los geht's. Ganz schnell hoch. Oh! Ich krieg den Schild nicht kaputt. Wie war das nochmal im Training? Wenn du einen Virus flashst, kannst du die gestohlene Energie absorbieren und für den Nuklear.
Realimpuls nutzen. Da mach mal hin, ey. Was? Haben wir leider ziemlich viel Leben verloren durch diese Aktion. Das war nicht gerade die beste Aktion von mir. So. Aufhören, euch so scheiße zu bewegen. So. Jetzt ganz schnell dahin rennen. Was steht einfach hier los? Ganz schnell da hoch. So. Kann man sagen, ausgelöscht den Shit. Ganz schnell wieder weiter. Wo könnte ich an diesem Schild vorbeikommen? Muss es ja was geben. Irgendwas muss es hier geben, ganz wichtig. Und das Ding aufzumachen. Ich habe ihn gefunden. Hä? Hat doch gerade den Knopf gedrückt, oder? Okay, nice. Ein bisschen Leben können wir auch wieder gebrauchen. Hängt jetzt vielleicht irgendwo was? Ein bisschen live? Life is life, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich bräuchte ein bisschen was davon. Drehen. So, letztes. Ah, guck mal da. Ach du Schande! Nein. Mittelmäßig bis ganz große Probleme, Leute. Okay, ich habe die Teile gefunden. Peace. Schafft? Du Scheiße, was ist das? Oh nö. Oh, Alter, was war denn das jetzt für eine Scheiße? Das Virus? Jemand muss sie stoppen, bevor sie sich noch weiterentwickeln. Aber das ist hier kein Problem. Die Rubion-Schmiede ist jetzt wieder sauber. Also kannst du übernehmen, Ratchet. Ich wusste, du schaffst das, Glitch. Danke. Gut gemacht, Retcho. Du kannst die Schmiede anschalten. Wie machen wir das? Okay. Ah, indem ihr die Energiequelle findet. Zuletzt habe ich sie die Treppe runter hinter der Druckschleuse gesehen. Aber unter uns, es ist etwas gruselig da unten. Mach dir mal ins Hemd, mein lieber Kollege. Haben da noch ein bisschen was Schlimmeres schon erlebt. Oh, ist doch ganz kurz Ranidanium. Ist ganz wichtig. Ich brauche ganz viel davon. So, gehen wir. Wuhu. Ah. Das ist wieder eine Schleuse. Das ist eine heftige Tür. Ah, ist auf jeden Fall gut verschlossen.
Ich schätze mal, jetzt kommt das riesige Vieh. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hält uns der Schrottbot zum Narren? Keine Ahnung, aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas Blizzon. Ist Improvisationskunst nicht das Beste, was es gibt? Ach, ist es nicht was Schönes? Ist das? Ach du Scheiße, ja. Ja, so lange mich ignoriert. Er ist es. Vollgefeuert, hä? Autsch. Wir müssen ihn ablenken. Safti. Oh je. Gibt es hier irgendetwas Brauchbares? Ist der voller Slurpion-Gelee? Safti muss hungrig sein. Schnell, das ist unsere Chance zur Flucht. Ich hab's doch gerade angemacht. Slurpion, auf! Waffen brauchen ihn nicht mal. Da hinten, guck mal, da ist was Saftiges. Geh jetzt dahinter, du Arsch. Alter, Scheiße. Sicherheit. Und raus hier. Weißt du, irgendwie wirkt die Dimension, in der die gesamte Station nach uns sucht, immer verlockend. Ratchet, ich kann nirgends Blizzon sehen. Bleibt nur noch der Raum hinter der nächsten Sprengtür. Aber die sieht ziemlich zu aus. Da gehen wir gleich hin. Und wenn die Kabeln über uns folgen, vielleicht lässt sich das Schloss abschalten. Du hast bestimmt recht. Diesmal. So, Momo. Fehler. Biogefahr entdeckt. Hä? Biogefahr? Amöboiden. Nicht schon wieder. Ich frag mich, wo hast du eigentlich die ganze Angst aus? Ja, guck mal, wer da hinten wartet. Guck mal. Da wartet er. Ist das nicht nett, wie der da hinten wartet? Haha, komm, Schiene dran. Ich glaub, da denn rein, der alte Sack. Biogefahr gebahrt. System. Da ist ein Forschungsprotokoll. Interessant. Na, mach mal Odin Scheiß. Spiele Stationsprotokoll weiter ab. What the fuck? Das war der Schrottbot? Und ich dachte, er hätte von Safti. Ich verstehe, wo das Problem ist. Oh, der hat es durch die Scheibe geschafft. Warte mal ganz kurz, mein Kollege. Deiner Freund. Die Tür geht nicht. Au, ich hab dir gerade eine Kelle gegeben. Das Fan Ratchet. Du machst ihn nur wütend. Das ist mir scheißegal. Das sind meine kleinen Freunde. Du sollst mich gerne beschäftigen. Waffen stören ihn nicht mal. Vollgas. Während er sich mit dem anderen Zeug beschäftigt, bin ich hier. Ratchet, du machst ihn nur wütend. Feuer einstellen und lauf. So? Das Reiterisch habe ich Zeit. Gesteuert. Der Raum wurde wohl länger nicht mehr aufgerüstet. Oh, natürlich ist er gleich wieder hier, ne? Stören ihn nicht mal. Schaffen wir, schaffen wir. Zack. Sprengtür entriegelt. Gut, mir doch egal. Ah, du Arsch, Alter. Stichwort. Alter, so eine Arschkrampe von der Ländige. Ums Leben, da gehen wir noch schnell hin. Oh, bisschen Leben nachgetankt und weiter geht's. Wie auch immer ich da hier reingekommen ist. Fast geschafft. Da ist hier noch irgendwas? Ich hoffe nicht, ne? Ich hoffe, achso, da hätte ich jetzt gut bleiben. Okay. Okay, wenn ich Blizzon wäre, wo wäre ich wohl? Das ist eine gute Frage. Irgendwo, wo man dich schlecht findet, so. Oh-oh. Ach, du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Oh, shit. Kann mich wegbewegen. Okay. Ratchet, alles Grubby-Stiefel. Ja, zum Glück funktioniert mein Sauerstofffilter noch. Hab ihn Jahre nicht gebraucht. Ja, aber zum Glück haben wir den, ne? Sonst wären wir am Arsch, Digga. Ist ja richtig am Arsch. Ich hab darüber nachgedacht, was du vorhin über die Lombaxe gesagt hast. Dass du dein schönes Leben riskierst. Ich mochte mein Leben auf Savali auch. Es war friedlich. Still. Sogar heiter. Und als du mein Partner werden wolltest,
wollte ich auch nichts riskieren. Aber jetzt bin ich froh. Danke, Kit. Das bedeutet mir viel. Aber ich weiß nicht, ob... Ist schon gut. Jetzt kann ich diejenige sein, die an dich glaubt. Oh, wie cute das immer so gestaltet haben. Ja, das ist richtig cute gestaltet, Leute. Zack. Da kann man sich halt echt einfach nicht beschweren, wie cute die das Ganze gemacht haben. So. Ah, ein Bild! Oh, meine Lieblingsfarbe! Das gülde Bild! Ist auch lustig, dass sie es halt extra unter Wasser so gemacht haben, dass man halt eben ein bisschen... Dass man die halt auch hören würde, als würden die halt eben unter Wasser sein. Ja, okay, man würde wahrscheinlich unter Wasser gar nichts verstehen. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Etwas bedrücktes Reden auf Deutsch. Bedrücktes Reden. Hört sich auch beschissen an. Kann ich dich einfach abschießen? Warum geht das nicht? So, weiter geht's. Komisch, dass ja nicht riesige Fische gerade hier durch dieses Aquarium sausen und die uns nicht mal angreifen. Irgendwie witzig. Okay. Und nö jetzt. Beruhig dich. Junge, was habe ich dir getan? Junge, ich hab dir gar nichts getan. Verpiss dich endlich in dein Universum. Na, halt, stopp, ich bin ja in sein Universum. Verpiss dich endlich irgendwo hin, wo du mir nicht auf den Sack gehst. Ich habe einen besonderen Rabatt bei 100 Faden. Mitsurkon? Faden? Was machst du denn hier? Mitsurkon Junior existenzielle Ökonomie an der Bourgogne-Universität studieren möchte? Da musst du Geld ranschaffen. Ich verstehe das Problem. Die Energiequelle muss in der Nähe sein. Luft kann ich da nicht werfen, bevor die explodieren. Also 5-mal habe ich sie geworfen, öfters kann ich sie nicht werfen. Also ich schätze mal mehr als 5-mal. So, die kümmern sich jetzt darum. Ich kann schlecht durch die Gegend fliegen. Leute, wir brauchen ganz viel Kohle. Ich liebe es zwar zu kämpfen, aber Kohle liebe ich doch mehr. Aber guck das dir an. Riesige Truppen. Ja, stell dir vor, du hast unendlich Munition, die würden uns nicht unendlich mal droppen lassen. Das wäre irgendwie lustig. Schaut euch das an, eine unbesiegbare Armee. Alter, ich besieg das ganze Game nur mit denen hier. leider geht das nicht, weil alles fliegen könnte, würden die nicht mehr rankommen. Ihr wisst, was ich meine, aber würden die fliegen können, schießen? Krass. Aber das können sie leider nicht. Das können sie leider nur in anderen Teilen. Ich stelle natürlich auch die Teile irgendwo mal vor. Dass auch jeder mal sehen kann, welche Teile ich meine, natürlich. Alles hier auf YouTube, alle hier auf YouTube. Guck, wie die hier zum Beispiel hat das absolut gar keinen Sinn. Da musst du so drauf ballern. Sonst hat das keinen Sinn. Ach so Scheiße, ist das. Ist das dieses eine Vieh, was uns die ganze Zeit verfolgt? Das hat auch einen Namen, warte mal kurz. Wie heißt? Die Quelle ist Safti? Safti. Jetzt weißt du, warum Safti heißt. Hol mal ihn raus. Wir kommen in Frieden. Ist das so eine gute Idee? Vielleicht greift er uns an. Keine Ahnung. Aber egal, gehen wir rüber. Mehr als, dass uns gleich attackiert, kann nicht passieren. Das Fauchen erfreut oder wütend? Ja, meine kleinen Freunde, komm. Wie? Die sind doch gerade da durchgetaucht, oder? Die tauchen einfach hier durch. Was, er hilft uns? Ha, okay. Noch mehr Helfer. Oh shit, also hier los. Haha, Attacke. Oh ja. Endlich die schweren Geschütze, was? Nein, die schwere Geschütze. Ach du heilige Mumbacherstau. Safti, halt sie auf. Safti, halt sie auf. Hilf mir.
Ich habe keine Munition mehr. Nehmen wir den hier. Haben wir sie ganz kurz frozen. Das Schild macht den meisten Schaden. Hey, so. Safti, du weißt nicht zufällig, wie man die Rubion-Schmiede sonst noch hochfahren kann, oder? Das wäre echt cool, weil ich möchte dich ungern foltern. Ja, ohne Scheiß, ich möchte ungern foltern. Das Ding ist einfach OP. Ja, okay, jetzt? Das Blison. Boah. Er will mit Wollen uns wir über alles ist besser als hier. Uns mitkommen. Wird das funktionieren? Erklär mal. Ja doch bei der Schmiede helfen. Okay, haut vielleicht auch dagegen, dann. Bord. Bist du noch bei uns, Safti? Na los. Ja, ist doch so blind, die neben uns. Schmiede ist oben. Ja. Komm schon, Sir. Ich bin's nur, der gute alte SB. Ist wieder auf Maximalstufe. Baupläne hochgeladen. Hat's geklappt? Ja, wir haben's geschafft, Kid. Du bist ein guter Partner. Ich liebe es. Neue Freunde sind großartig. Sieht aus, als müssten wir jetzt nur noch zurück zum Schiff. Ha, wir haben eine Familie zusammengeführt und können jetzt abhauen. Haben wir irgendwas hier vergessen? Nö, wir sind komplett fertig. Ein bisschen Ranitalum hier hinten, aber das ist jetzt hier halt. Ich will jetzt mal behaupten, obwohl ich könnte noch schnell dahin gehen. Ganz kurz. Danke und alles klar. Ganz kurz nochmal Vollgas. Autsch. Mauer. Okay, keine Ahnung, wo wir da hinkommen. Deswegen gehen wir einfach. Keine Ahnung, wo ich jetzt da hinkomme. Ich muss mir echt bessere Spitznamen ausdenken. Oh, yep. Clank, Rivet. Der Dimensionator ist fertig. Schrott. Im Ernst? Halt, wir? Ich wusste, ihr schafft das. Wir haben auch das Phasenquarz bekommen. Ja, komm zu Zorki, dann bauen wir das Ding. Oh ja, da gehen wir jetzt hin, Leute. Wie treffe ich jemanden? Wovon redest du? Du hast mich getroffen und das lief toll. Ich bin vor dir vom Archiv gefallen und hab geschrien. Laut. Stimmt. Keine Ahnung. Sei einfach freundlich und offen. Und denk nicht so viel. Sei einfach freundlich nicht und offen. Nicht so viel denken. Okay. Sollte ja einfach sein. Hust, hust, hust für dich. Leider nicht. So, wie komme ich jetzt darüber? Mit dem Sprung wäre das nichts, ne? Ah, da kommt die Plattform. Okay, aber leider muss ich warten, bis ich wieder... Ja, naja, irgendwie klar, ne? Gib Gummi. Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, ciao.